Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch zurück zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe mir fest vorgenommen, heute wieder zu vloggen. Ich wollte eigentlich schon gestern vloggen, vorgestern vloggen und habe es aber immer irgendwie doch nicht angefangen. Es tut mir leid. Also ich glaube, ich habe jetzt eine Woche kein Video hier hochgeladen. Ich war ein bisschen, ganz bisschen aktiver auf Instagram. Da habe ich auch erzählt, warum ich nicht gevloggt habe. Ich werde es jetzt hier nochmal kurz anschneiden. Ich hatte einen ganz leichten Milchstau. Das war jetzt nicht schlimm, aber ich habe halt gemerkt, dass die Brüste so leichte Verhärtung haben. Und ich habe mich halt ganz viel geschont und gekühlt und gewärmt und die Kleine ganz oft angelegt. Und jetzt alles wieder gut. Ich hatte kein Fieber oder so. Aber ich habe halt einfach eine kleine Pause gemacht. Die Maus ist gerade eingeschlafen jetzt. Ich habe sie gestillt und ins Tragetuch gelegt oder gebunden, gehangen, wie auch immer. Die ist jetzt halt gerade eingeschlafen. Das klappt super im Moment, dass wir sie halt ins Tragetuch packen nach dem Stillen. Und dann schläft sie ein, zwei Stunden da drin. Das machen wir mehrfach am Tag. Also sie liebt das Tragetuch und mir hilft es total, weil ich halt die Hände frei habe. Und selbst wenn ich einfach nur essen möchte, das ist halt, wenn sie auf dem Arm ist, doof. Also es ist halt einfacher, wenn sie im Tragetuch ist und ich beide Hände frei habe. So, jetzt packe ich die mal hier so rein, den Kopf. Wie mache ich das denn jetzt? So, vloggen ist auch sehr viel einfacher, wenn sie im Tragetuch ist. So, den Kopf hier rein. Genau, weil wenn ich dann zum Beispiel die Waschmaschine neu belade oder so, dass der Kopf nicht so hin und her baumelt, ne? So, genau. Nicht so süß. Heute war eine bisschen unruhigere Nacht als sonst. Normal schläft sie ja, also ich merke sie gar nicht, ne? Ich docke sie einfach nachts an und kann dann so weiter schlafen. Und sie schläft dann auch einfach weiter. Sie dockt an und schläft weiter. Und das ist super praktisch. Auch heute Nacht war sie etwas so unruhig. Hat dann immer abgedockt und was weiß ich, wieder gesucht, ein bisschen genörgelt und so. Aber ja, alles halb so wild. Ich konnte trotzdem relativ gut schlafen. Kein Vergleich zu früher, als Calvino ein Baby war. Aber sogar Bernd hat sie heute Nacht vermehrt wahrgenommen, sagt er. Also er hat normal bekommt er das gar nicht mit, wenn sie andockt oder so, aber heute Nacht hat er sie gehört. Ja, ich warte auf ein Paket. Ich habe nämlich für die Maus so eine Wippe bestellt. Die soll heute kommen, weil das ist jetzt schon öfter so gewesen, wenn ich halt abends mit Calvino Zähne putzen gehe zum Beispiel. Also ich gehe halt immer mit ihm zusammen ins Bad und putze mir auch die Zähne. Das ist so unsere Quality Time von Calvino und mir abends. Dass halt die Maus, dass ich die mitnehme, je nachdem, wenn Bernd noch im Büro ist oder so. Und dann habe ich sie halt entweder auf den Arm oder wenn sie halt nicht ins Tragetuch möchte. Und dann habe ich sie halt schon ein paar Mal auch auf dem Boden, also auf eine Decke natürlich, abgelegt, was auch geht, keine Frage. Aber ich habe jetzt so eine Wippe bestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich zeige euch die nachher. Und dann kann man sie halt auch mal so, was weiß ich, auf eine Arbeitsplatte oder so, auf der Küche oder hier auf dem Tisch oder so hinstellen oder auf dem Sofa und dann halt mittragen, wenn sie eingeschlafen ist. Ich zeige euch die nachher einfach. Und ich habe auch geschaut, das wollte ich auch noch dazu sagen, ob es die gebraucht gibt. Die gibt es auch gebraucht. Aber da war dann, sag ich mal, 5 Euro oder 10 Euro Ersparnis. Man musste aber halt hinfahren, um sich die anzuschauen. Und dann weiß man nicht, wie die Qualität ist und der Weg dahin. Und dann ist auch nicht die Farbe, die man unbedingt haben möchte. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt für 5 Euro mehr, dann holen wir uns die in neu, weil ihr wisst, wir holen solche Sachen gerne gebraucht, weil man die ja nicht so oft braucht. Wir haben auch was Gebrauchtes gekauft. So, und zwar haben wir ja den Stocke Trip Trap, den haben wir noch vom Calvino und wir haben jetzt hier diesen Newborn-Aufsatz geholt, gebraucht von eBay Kleinanzeigen für 50 Euro. Da saß die Maus auch schon zweimal drin. Ja, erfüllt seinen Zweck, wenn wir halt essen, dann kann sie, wenn sie wach ist, dann kann sie da ein bisschen mitschauen und teilhaben am Familienleben. Ja, gut, genug geredet. Ich nehme euch ein bisschen mit durch unseren Tag und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ob die Leute dich noch wiedererkennen nach einer Woche? Ich habe geduscht. Ja, auch das noch. Bernd hat die ganze Woche nicht geduscht, heute hat er geduscht. Nein, das setze ich mal an. Ich koche gerade Kartoffeln für Kartoffelsalat, der immer so lecker aussieht. Ja. Was denn? Ja, nichts. Gemischt, was ist denn?
Nachbarzimmer. Da habe ich ein Bild fürs Thumbnail. Wir kriegen ein Kind. Wir haben ein Kind. Wir haben ein Kind. Wir kriegen noch mehr Kinder. Ja, die Maus schläft immer noch und wir gehen jetzt gleich spazieren, bitte. Ist ja richtig kack. Ich bin die ganze Zeit hier am Wischen über das Display, weil ich die Fusseln wegmachen möchte. Aber da ist im Briefkopf drin, hier diese grünen Fusseln. Hast du jetzt Angst gehabt, dass ich eine klatsche? Wie sonst? Also? Die Kamera läuft ja, der Haus ja nicht zu. Machst du ja mal hinterher. Ja, jetzt gehen wir gleich mit dem... Kunden was haben möchten hier, verlosen wir. Tolle Sachen. Dann mach mal, preis die mal an, die Sachen, die ja, wir verlosen. Das wunderbare Werbegeschenk sind richtig, die man absolut nicht gebrauchen kann, aber vielleicht kann sie einer von euch gebrauchen. Ja, dann pack mal aus und zeig mal, was das ist. Das erkennt man nicht durch die Dinge. Durch die... Also einen ganz großen, breiten Gürtel, das kannst du erst dran klemmen. Dann kannst du dich auch sagen, nach Magazin oder so für die Endzeit. Für die Endzeit. Da steht auch was drauf. Vorne, ja, Vaporesso. Ist halt für E-Zigarettenhersteller, aber ja. Ob er halt kriegt und keine Verwendung für. Ja, wenn jemand das haben möchte, dann ja, schreibt bitte in die Kommentare. Ein, zwei, aber ich gehe nicht nach USA, nach Elvira. Ist zu weit weg. Ja. Doch, für Elvira macht man Ausnahme. Wenn die sagt, genau. Die kann das gebrauchen mit Beweisvideo, dann kriegt sie auch eins. Mit Beweisvideo? Man muss auch zeigen, dass sie das auch benutzt. Mit rumrennen. Ja. Das Paket ist da. Kann man den Namen setzen? Ja, von mir aus. Die Wippe ist da. Die packen wir jetzt mal aus. Das hat ja gut gepasst jetzt hier mit dem Paket liefern. Ne? Wir waren nämlich gerade noch spazieren, eine Stunde. Das ist so schönes Wetter. Oh mein Gott. Ja, so eine Zwiebel her, so okay. Ja. Dann mache ich sie wieder im Nicer Dicer. Nicht im Nicer Dicer. Gerade raus, den Chip einfach. Machst du jetzt eine Brüche? Er sagt, er nimmt den großen Karton. Oh, Morla. Alle fragen, wer ist Morla? Wieder alle. Ach, weil ich habe ja immer die Maus gesagt und haben schon einige geschrieben, die hat doch so einen schönen Namen. Und jetzt heißt sie auch noch Morla. Ja, extra. Aber wer die Morla kennt, der kann ja mal unten in die Kommentare schreiben, wer noch weiß, wer Morla ist. Bin ich mal gespannt. Ich kannte es nicht. Nee, Bernd kannte es nicht, aber als du es wusstest und auch Calvino, als ich gesagt hat, wer das ist und dann die Bilder, dann ja. Ähnlichkeit ist da. Die kannst du dann hier verstellen, dass du die wippen kannst. Angeblich. Ne, es muss andersrum. Also komplett andersrum. Das muss hier drauf stehen. Auf diesen Gummis. Ich hab ja nur zwei Möglichkeiten. Ja, genau. Und hier kannst du noch den Sitz verstellen irgendwie, dass die entweder, also so ist ja liegen, man kann den auch sitzend machen. Ach da, ja guck. Wenn sie hier drin liegt, glaube ich, ist es so, dass ihr Kopf hier ist und hier dann die Ohren bei ihr oben sind. Können wir gleich ausprobieren, wenn sie aufwacht. Bei uns gibt es jetzt einen Kaffee nach der Nacht. Brauche ich den? Nein. Aber ich merke schon, dass ich schlecht geschlafen habe. Und man merkt auch, dass die Maus müde ist. Jetzt wird sie wach, aber die hat jetzt 3 Stunden hier geschlafen. Ne, und jetzt wirst du wach. Kannst du gleich deine Mini-Maus-Dings ausprobieren, ne? Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen. Ja, dass ich Kaffee trinke. Aber jetzt muss ich erstmal hier mich kümmern. Hallo, kleines Grunzi. Oh, ist das anstrengend, wach zu werden? Die süßen Füße. Ja. Hm? Ja. Oh.
Was ich euch noch erzählen wollte, ist, dass wir spazieren waren. Eine Stunde, das hatte ich euch ja schon gesagt. Und als ich letzte Mal diesen Weg gegangen bin, das ist so ungefähr 2 Wochen her, da ist mir aufgefallen, dass ungefähr nach der Hälfte von dem Weg, da ging es mir halt noch viel schlechter. Ich bin halt wesentlich erholter jetzt. Da tat mir schon so der Unterleib ein bisschen weh, das wurde unangenehm und ich war froh, als wir wieder zu Hause waren. Und heute habe ich den Weg schon richtig gut geschafft. Das heißt, es geht mir sehr viel besser. Also man merkt, ich werde immer fitter und es heilt alles richtig schön ab. Und ja, man kann wieder etwas länger spazieren gehen und ich bin wieder belastbarer. Das ist sehr schön. Und was auch noch ist, das Wetter ist jetzt sehr viel schöner. Im Vergleich zu letzter Woche sind es jetzt ungefähr 30 Grad wärmer. Letzte Woche hatten wir so um die minus 15 Grad und heute sind, was, 17 Grad, hast du gesagt, ne? Nee, über 10 aber auf jeden Fall. Ja, und am Sonntag soll es sogar 18 Grad hier werden und strahlender Sonnenschein. Also unglaublich, wie warm es jetzt geworden ist. Und Bernd ist schon drüben im Wohnzimmer, der hat da so, wie heißen die, Plissés angebracht. Die sind auch neu, die kennt ihr auch noch gar nicht. Weil hier die Sonne immer so stark reinknallt und, also wenn sie denn dann scheint. Und wenn wir dann einen Film gucken möchten, dann stört das in meinem Fernsehen. Und wir wollten jetzt eine neue Serie anschauen. Wie heißt die? Weiß ich nicht. Wissen wir nicht. Eine kleine Miniserie, 6 Folgen. Und ja, deswegen hat Bernd schon abgedunkelt. Und oben fährt der Staubsauger. Ich kriege immer Kommentare, dass der stört, der Staubsauger, aber der läuft hier ungefähr 4 Stunden am Tag und ja, ist halt ein Alltagsblock. Tribes of Europe heißt die Serie. Wie? Tribes, Tribute von Europa. Tribute von Europa. Okay. Ja, jedenfalls ist es ein Alltagsblock und da läuft der Sauger halt und ich will den nicht immer ausmachen, weil wenn ich jetzt hier sitze und stille, der Sauger läuft oben, da müsste ich immer extra nach oben den ausmachen, dann hier unten vloggen und dann wieder nach oben den anmachen. Und deswegen läuft er halt sehr oft in den Vlogs. Das holt sich aber. Scheint ihr zu gefallen, ne? Ja, hier kannst du schön gucken, ne, Molla? Livia Maus. Ja, dunkelhäutige Babys kommen auch mit braunen Augen schon auf die. Echt? Ja, aber braune Augenbabys kommen auch erst mit blauen Augen, ne? Die seltenste Augenfarbe ist grün. Ja. Lassen wir uns mal überraschen, ne? Was du kriegst. So, Bernd hat das gerade gegoogelt. 1,5 Jahre dauert das, bis die endgültige Augenfarbe zu sehen ist. Hm? Blau ist 50-50, ob braun oder blau. Bei uns gibt es jetzt Kohlrabi-Gemüse in Bechamelsoße, Bratkartoffeln mit Speck. Halle? Ja. Und Cordon Bleu, Frikadellen und Bratwurst. Und nach dem Essen kommt das, was wir alle hier am meisten hassen, Küche aufräumen. Das sieht immer aus wie nach einem Schlachtfeld hier. Gestern hatten wir noch Pizza, da sind noch Reste. Hier sind noch so Kekse. Also es sieht immer katastrophal aus bei uns. Vor allem halt nach dem Kochen. Und jetzt sind die Männer spazieren mit dem Smurfy. Und wir beide räumen jetzt die Küche auf, ne? Ja. Ich mache das mit einer Hand. Ich nehme sie gleich in den Flieger. Den liebt sie zurzeit, den Fliegergriff. Und ich habe gemerkt, was man alles mit einer Hand machen kann. Eben hier ihre Sachen wegräumen. Ich habe hier nämlich im HWR, da habe ich schon 2 so Kisten gemacht mit den Größen für die Maus. Einmal hier ist 56 und hier ist 62, 68. Oh. Und ihr seht, 62, 68 ist wesentlich voller. Da habe ich schon mehr Sachen gekauft, weil man sie ja, umso älter sie wird, immer mehr anzieht und immer mehr rausgeht. Und ja, weil halt auch der Frühling kommt, da sind wir auch mehr an der Luft als jetzt im Wochenbett. Und ich habe auch noch ein paar Sachen bestellt, die müssten jetzt bald kommen. So, und das probiere ich aus. Da hatte ich nämlich bei PatPat bestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das wollte ich mal ausprobieren. Die haben halt ganz günstige Sachen. Da mache ich euch dann ein Video zu, wie das, weiß ich nicht, aussieht online. Und wie das aussieht in echt. Was ist hier los, du Maus? Ja. Oh, man sieht mich gar nicht. Ja. Die Maus
So, meine Lieben, ich würde jetzt auch den Vlog hier beenden und ich schmeiße noch eine Waschmaschine an und dann beginnt das Abendprogramm für uns. Übrigens habe ich euch erzählt heute, dass wir einen Film gucken wollten oder eine Miniserie, haben wir nicht geguckt. Wir sind nicht dazu gekommen. Dann wollte Smurfy raus, dann war, weiß ich nicht was, es war immer irgendwas, hat das Telefon geklingelt oder so und deswegen haben wir die Miniserie nicht geguckt, wir haben keinen Film geguckt, gar nichts. Und ja, wenn der Bernd nachher wiederkommt, dann machen wir es uns gemütlich auf dem Sofa, ne? Okay, meine Lieben. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!